Hafyukara ist eine Universität für Gesundheitswissenschaften. Die Rede des Rektors an die Studenten hat schon ganz klar deutlich gemacht, dass AFSÜ ihren Studenten nicht nur einen schönen Studienplatz anbietet, sondern sie auch als ein Mitglied der Familie sieht. Unsere Uni wurde zum Thema Gesundheitswissenschaften gegründet und hat eine sehr wichtige Rolle unter den thematischen Universitäten in der Türkei. Afyonkarahisar hat eine sehr lange Geschichte. Ihre geografische Lage ist auch sehr vorteilhaftig. In der Produktion von Marmor und thematischer Tourismus und Gastronomie ist schon Afyonkarahisar eine Marke in der Türkei. Afyonkarahisar ist auch sehr reich, was die Kultur angeht. Und wie schon erwähnt, von der geografischen Lage her bietet Afyonkarahisar ihren Besuchern einiges. Als AFSÜ will man diese schöne Stadt auch im Bereich Gesundheitswesen die Hauptstadt der Türkei machen. Darum führen AFSÜ sehr wichtige Projekte in den Bereichen Gesundheitswissenschaften und Pharmazie durch. Wir wollen auch AFSÜ im Herzen der Stadt tief verwurzeln. Obwohl wir eine junge Universität sind, haben wir uns zu einer Universität entwickelt, deren Kapazität zu 100% ausgeschöpft ist und die von erfolgreichen Akademikern und aber auch Studenten bevorzugt wird. Wir verfügen über ein ausgezeichnetes akademisches Personal. Die physischen und wissenschaftlichen Möglichkeiten mit anderen Universitäten, die Zusammenarbeit, die internationale Zusammenarbeit mit anderen Universitäten wächst kontinuierlich. Außerdem bietet die Stadt und die Region eine Vielzahl von kulturellen Möglichkeiten. Die Studenten und AFSÜ haben die Möglichkeit, ihre praktische Ausbildung in einem Anwendungs- und Forschungszentrum für das Gesundheitswesen mit hohen Standards zu machen. Dabei werden sie von erfahrenen Akademikern begleitet. In unseren Unilehrplänen bieten wir eine theoretische und praktische Ausbildung zusammen. AFSÜ ist eine Uni, die ihre Studenten auf das professionelle Berufsleben vorbereitet und sie nach dem Abschluss unterstützt. AFSÜs Bildungsprogramm entsteht von 19 vor der Lizenzstudium, 9 Lizenzstudium, 7 Masterstudium, 3 Doktorstudium. In diesem Bildungsprogramm studieren 2.558 Studenten im Bereich Vorderlizenz, 3.440 Studenten im Bereich Lizenz, 41 Studenten im Bereich Masterstudium und 20 Studenten im Bereich Doktorstudium. Wir wollen jetzt etwas über uns, also über AFSÜ, erwähnen und erzählen. AFSÜ
wurde im Jahr 1992, Aufschuss Wurzeln gehen schon bis ins Jahr 1992 zurück. Damals war es ein Teil der Afyon Kocatepe Universität. Die Trennung folgte am 18. Mai 2018. Seitdem ist Afyon eine unabhängige Universität mit thematischer Aussicht. Also Afyon ist eine Universität für die Gesundheitswissenschaften und betreibt seither auch unabhängig ihre Studium fort. 38 verschiedene Programme, das sind natürlich alle im Bereich Gesundheitswesen, werden in Afyon angebietet. In postgradualen Einrichtungen studieren 61 Studenten. Davon sind, wie zuvor erwähnt, 41 im Masterprogramm und 20 im Doktorstudium tätig. Afyon als Uniklinikum, also das bedeutet auch Gesundheitsanwendungs- und Forschungszentrum, ist die größte gesundheitliche Organisation in Afyon Karahisar. Afyon kombiniert Forschung und Lehre zusammen, besonders in Bereichen Gesundheit, Gesundheitstechnik und Arzneimittelproduktion. Afyon hat 4 Fakultäten in 7 Bachelor-Studiengänge und 3 Berufsschulen in 18 assoziative Studiengänge. Es gibt 9 Nachlizenzprogramme oder mit anderen Worten Masterprogramme und 4 Programme sind für Promovieren, für Doktorstudium geeignet. Afyon ist, wie zuvor erwähnt, eigentlich vom Kultur her sehr reich. Man sagt auch, dass Afyon die Hauptstadt der Geschichte, Marmor und Geschmack sowie Thermotourismus ist. Afyon hat eine äußerst vorteilhafte geografische Lage. Unser Campus befindet sich an einer Kreuzung in Westanatolien. Früher stand das Wort Afyon für Opium, das so viel bedeutete wie Saft der Mohnpflanze. Danach entwickelte sich dieses Wort an Afyon, danach Afyon, später Afyon und zuletzt als Afyon. Der älteste Name der Stadt während der griechischen Zeit ist Akronium. Anders auch Akronia genannt, denn in der Römerzeit entwickelte sich dieser Name zu Akronium. Afyon Karahisar ging 1390 an die Osmanen unter dem Sultan Bersit. Mit der Zunahme des Mevlevismus im 19. Jahrhundert kam der Name Karahisar dazu. Und man verwendete den Namen Afyon mit Karahisar zusammen und es wurde Afyon Karahisar. Afyon Karahisar spielt auch eine wichtige Rolle in unserem Unabhängigkeitskrieg. Denn die große Offensive in der Unabhängigkeitskrieg wurde hier in Afyon Karahisar stattgefunden.
Im Ersten Weltkrieg hat das Osmanische Imperium in Seite des deutschen Kaisers Krieg geführt und leider verloren. Das Land wurde in Stücke geteilt, aber hat einen Befreiungskrieg geliefert. Und die entscheidende Offensive, das zur endgültigen Befreiung der Nation geführt hat, ist in Afyonkarahisar stattgefunden. Darum hat Afyonkarahisar also auch in der Republikgeschichte eine sehr große Rolle. Der Campus Safer-Komplex ist eine sehr bedeutende, ein bedeutender Campus. Die Umgebung ist sehr grün, man hat frische Luft, ist auch sehr gepflegt. Alle Einrichtungen der Uni befinden sich im Campus, Gesundheitskomplex. Im Winter kann man richtig die Schneelandschaft genießen. Es ist dann draußen wirklich wunderschön. Und im Sommer kann man einfach unter grüner Landschaft die Sonne genießen. Man legt sehr viel Wert auch an Aktivitäten in Afshu. Das heißt, soziale und kulturelle Entwicklung und Bedürfnisse der Studenten stehen bei Afshu im Vordergrund. Daher gibt es zahlreiche wissenschaftliche und kulturelle Veranstaltungen wie Seminare oder Panels, Konferenzen, Shows oder andere Ausstellungen. Bei Aufsehen wird der Unterricht in großen Klassenzimmern mit Klima- und Beleuchtungsinfrastruktur abgehalten. Forschung und Innovation bei Afshu. Afshu hat ein bestimmtes Ziel. Forschung, Technologie, Entwicklung, Innovation und technologiebasiertes Unternehmertum im Bereich Gesundheit will Afshu so schnell wie möglich beschleunigen. Afshu legt sehr viel Wert auf die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Industrie. Somit wird Technologietransfer und Kommerzialisierung von Informationen bestmöglich genutzt. Afshu TTO führt Studien durch im Bereich der aromatischen Pflanzeneinrichtung. Präsident des Verwaltungsrates ist Afshu-Rektor Professor Dr. Nurullah Okumuş. Er durchführt und organisiert Folgendes: Bildung, Förderung, Information und Sensibilisierung. Rechte an geistigem und gewerblichem Eigentum. Projektunterstützung und Projektentwicklung. Industriedienstleistungen. Gründung und Unternehmertum. Internationale Studien in Afshu. Mit ihrer Strategie, sich internationalen Plattformen zu öffnen, zielt der Afshu darauf ab, die produktionsorientierte Infrastruktur in allen Bereichen der Gesundheitswissenschaften zu verbessern, indem sie die Qualität von Forschung und Lehre weiter stärkt und weiterentwickelt. Afyonkarahisar Universität für Gesundheitswissenschaften. Gesundheitswissenschaftliche Ausbildung. Die Qualität der Bildung ist im Bereich der Gesundheitswissenschaften von großer Bedeutung. Bei Afshu ermutigen wir unsere Studenten, nicht nur zu studieren, sondern auch eine berufliche Karriereperspektive zu haben.
Das Gesundheitsthema von Abschluss verschafft unseren Studenten einen großen Vorteil für ihr zukünftiges Berufsleben. Also, das heißt, dass AFSÜ nicht nur ihren Studenten eine gute, qualitative Studium leistet, sondern auch dazu beitragen will, dass sie ihr berufliches Leben in der Zukunft gut gestalten können und auch eine gute Karriereplan für die Zukunft machen können. Unser Gesundheitspraxis- und Forschungszentrum. Das AFSÜ-Praxis- und Forschungszentrum ist ein Gesundheitszentrum mit erweiterten Funktionen. Das Ziel unseres Zentrums, das insbesondere im Bereich der Physiotherapie einen wohlverdienten Ruf genießt, ist Patientenversorgung, Forschung und medizinische Ausbildung. 1.317 Mitarbeiter arbeiten in unserem Zentrum. AFSÜ, Fakultätsmitglieder, die auf verschiedene Bereiche spezialisiert sind, behandeln Patienten und bieten unseren Studenten eine praktische Ausbildung an. Unser Zentrum mit 27 Fachkliniken und mehr als 650 Betten kombiniert erdklassige Gesundheitsversorgung mit exzellenter Pflege. Unser Zentrum bietet durchschnittlich 42.423 stationäre Patienten und mehr als 460.000 ambulante Leistungen pro Jahr. Das Graduieren Ausbildung. Das Abschluss Graduiertenausbildung, das mit These und Nicht-These, Master- und Doktorprogrammen an den Bildungsleistungen in den Bereichen Medizin und Gesundheitswissenschaften anbietet, kennt die Bedürfnisse der Entwicklung von Technologie und Wirtschaft, trägt zum produktiven, universellen und zeitgemäßen wissenschaftlichen Fortschritt bei, nutzt Ressourcen effektiv und hat das Ziel, den maximalen Beitrag zur Ausbildung qualifizierter Wissenschaftler mit Berufskarriere zu leisten. AFSÜ und Karlsruhe-Universität für Gesundheitswissenschaften. Die Vielfalt des Programms in unserem Institut bietet mit der Annahme des Hochschulrates Jörg Master- und Promotionsprogramme im Bereichen Anatomie, Biochemie, Physiologie, Histologie, Embryologie, medizinischer Mikrobiologie, medizinischer Genetik, Krankenpflege für chirurgische Erkrankungen, Krankenpflege für Geburtshilfe und Gynäkologie und Grundlagen der Krankenpflege an. Im akademischen Jahr 2019-2020 bietet auf den neuen Abteilungen Studium. Es gibt 19 Aufbaustudiengänge, von denen 3 gemeinsame Doktorandenprogramme, 5 Masterstudiengänge, 1 Masterstudiengang ohne Abschlussarbeit und 3 Doktorandenprogramme an. Derzeit studieren 62 Studenten in diesen postgradualen Einrichtungen. Davon sind 41 im Masterstudiengang und 20 im Doktorstudiengang. AFSÜ und Karlsruhe Universität für Gesundheitswissenschaften. Die Wurzeln der AFSÜ-Fakultät für Medizin
reicht bis ins Jahr 1999 zurück. Mit 366 Fakultätsgliedern und 1100 Studierenden aus verschiedenen Fachrichtungen wächst in dieser Fakultät der Herzschlag unserer gesundheitswissenschaftlichen Hochschule und die Zukunft erfolgreicher Ärzte. Um den ständig steigenden Erwartungen im Bereich der Medizin gerecht zu werden, entwickelt sich auch für Medizinmitglieder die Forschung fördern und einen Beitrag zum Wissenschaftstransfer und zum wissenschaftlichen Fortschritt. Im Bewusstsein ihrer ethischen und humanitären Verantwortung weiter. Abteilung der Fakultät. Abteilung für medizinische Grundlagenwissenschaften, Anatomie, Biophysik, Biostatistik und medizinische Informatik, Physiologie, Histologie und Embryologie, medizinische Biochemie. Abteilung der chirurgischen medizinischen Wissenschaften sind Anästhesiologie und Reanimation, Gehirn- und Neurochirurgie, pädiatrische Chirurgie, allgemeine Chirurgie, Thoraxchirurgie, Augenkrankheit, Geburtshilfe und Gynäkologie, kardiovaskuläre Chirurgie, Ohr-, Nasen- und Rachenerkrankungen, Orthopädie und Traumatologie, plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie, medizinische Pathologie und Urologie. Abteilung für innere medizinische Wissenschaften sind Notfallmedizin, Rechtsmedizin, Familienmedizin, Kinder und Jugendliche, physische Gesundheit und Krankheiten, Kindergesundheit und Krankheiten, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Infektionskrankheit, Physiotherapie und Rehabilitation, Brustkrankheiten, Volksgesundheit, innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Nuklearmedizin. Und es geht natürlich auch weiter mit, Fakultät für Medizin. Hauptsache Medizinische Fakultät wurde am 26. März 1998 gegründet. Unsere Fakultät für Medizin hat die Ausbildung, Spezialisierung in Medizin seit 1999 begonnen. Im Jahr 2002 mit 22 Studenten hat man begonnen. 2008 gab es ihre ersten Absolventen. Seit seiner Gründung haben 965 Medizinstudenten das Studium abgeschlossen und sind jetzt Arzt. Und 403 Medizinstudenten unsere Fakultät spezialisieren sich weiter. Also sie spezialisieren sich für Facharzt. Derzeit wird unsere Ausbildung mit 1036 Medizinstudenten fortgeführt. Davon studieren 195 Studenten im Bereich Fachstudiengänge. Also sie haben ihr Medizinstudiengang abgeschlossen und spezialisieren sich für ihren Fach weiter. Safer Gesundheitskomplex. Unsere Unterrichtsforschung und Gesundheitsdienste werden in unserer Einrichtung durchgeführt, die am Safer Gesundheitswesenkomplex teilnimmt, indem die Dienste
mit 538 Servicebetten und 38 Intensivbetten für die Öffentlichkeit erbracht wird. Insgesamt werden 361 akademische Mitarbeiter beschäftigt, davon 550 Krankenschwestern und ca. 1400 Verwaltungsmitarbeiter. Cotetepe Medical Journal, das seit 1999 in unserer Fakultät veröffentlichte Fachjournal, ist eine hoch angesehene wissenschaftliche Zeitschrift auf diesem Gebiet. Die medizinische Ausbildung ist keine Ausbildung, die ausschließlich aus medizinischen Kenntnissen und Fähigkeiten besteht. Ein hoher Standard der medizinischen Ausbildung ist eine ganzheitliche Struktur, die die ethischen Grundwerte für den Beruf und die evolutionäre Entwicklung des Berufs von Vergangenheit zu Gegenwart umfasst. Vision der AFSÜ Medizinische Fakultät ist, Ausbildung auf internationaler Ebene durchzuführen. Ständig die Qualität der Gesundheitsforschung und der wissenschaftlichen Gemeinschaft als Institution der Bildung und den Bereichen Wissenschaftsmanagement und Technologielösungen zu erhöhen. Die Herstellung bahnbrechende Innovationen und ständig erneuert, transparent, partizipativ und messbar konzentriert sich auf die Industrialisierung der nationalen Fakultät zu entwickeln und mit den Projekten ein Referenzbereich zu werden. Fakultät für Pharmazie. AFSÜ Fakultät für Pharmazie ist 5 Jahre Bachelor-Ausbildung, also bietet 5 Jahre Bachelor-Ausbildung. Wir nahmen erstmals Studenten im Jahre 2019 auf. Es gibt sowohl theoretische als auch praktische Kurse, die die Studenten der Fakultät für Pharmazie absolvieren. Analytische Chemie, Biochemie, pharmazeutische Mikrobiologie, Pharmakognosie, pharmazeutische Botanik, pharmazeutische Chemie, pharmazeutische Technologie, pharmazeutische Toxikologie, Laboratorien sind die Hauptlabors, in denen die Studenten unserer Fakultät unterrichtet werden. Abhängig vom Ökosystem unserer Universität ist es möglich, klinische Studien innerhalb der medizinischen Fakultät der AFSÜ während des Praktikums durchzuführen. Unsere Fakultät verfügt über 4 einzigartige Studentenlabore und ein Mikrobiolabor, das gemeinsam mit der medizinischen Fakultät der AFSÜ genutzt wird. In allen Laboren stehen Labormaterialien und moderne Geräte zur Verfügung, die als Grundwerkzeuge und Apothekenelemente Geräte bekannt sind. Anzahl der Studierenden und Fakultätsmitglieder. In unserer Fakultät sind 5 Professoren, 5 Dozenten, 6 Forschungsassistenten und 2 Verwaltungsmitarbeiter beschäftigt. Während der Phase des Kandidatur für Praktikum in der 5. Klasse schließen unsere Studenten ihre Forschungsprojekte mit ihren Mitgliedern der Beratungsfakultät sowie ihre Praktikumserfahrung in den Bereichen klinische Ausbildung, Fabrik, Forschung durch. Fachabteilung. AFSÜ Fakultät für Pharmazie hat 3 Abteilungen wie in allen Fakultäten der Pharmazie in der Türkei. Eine dieser Abteilungen sind Abteilung für pharmazeutische Grundlagenwissenschaften,
Sie hat 3 Lehrstühle, Lehrstuhl für analytische Chemie, Lehrstuhl für Biochemie, Lehrstuhl für pharmazeutische Mikrobiologie. Abteilung für pharmazeutische Wissenschaften hat insgesamt, 7 Lehrstühle, Lehrstuhl für Pharmakologie, Lehrstuhl für pharmazeutische Chemie, Lehrstuhl für pharmazeutische Toxikologie, Lehrstuhl für pharmazeutische Botanik, Lehrstuhl für Pharmakognosie und Lehrstuhl für Apothekenmanagement. Abteilung für pharmazeutische Technologie hat wiederum 3 Lehrstühle. Das sind Lehrstuhl für pharmazeutische Technologie, Lehrstuhl für pharmazeutische Biotechnologie und Lehrstuhl für Radiopharmazie. Die Forschungsstudien in der Fakultät für Pharmazie. In der Forschung und Entwicklung Labor von unserer Fakultät, die ausgiebig in Forschung und Projekten eingesetzt ist, hat ein EPLC-UV-Photometer, IR-Spektrometer, Potentiostat, Calvonstat-Geräte. Auch erhält sind +4 Kühlschränke mit -20 und 40 Tiefkühlfächer. In den kommenden Jahren sind Anstrengungen im Gange, um unsere Forschung und Entwicklungslabor mit voller Kapazität ausbenutzen zu dürfen und um unsere Forscher und Studenten mit neuen Geräten zu dienen. Stellenangebote für Absolventen. Die Dauer der Ausbildung an der Fakultät für Pharmazie beträgt 5 Jahre. Studenten, die an der Fakultät absolvieren, haben Anspruch auf den Apotheker-Bachelor. Sie können Apotheker werden. Oder sie können an der Fakultät für Pharmazie arbeiten. Sie können ihre Studium weiterführen, fortführen. Sie können aber auch in öffentlichen Bereichen arbeiten, Fakultäten der Pharmazie zum Beispiel. Sie können in Krankenhäusern, Apotheken arbeiten. Sie können als Forscher oder auch Dozenten in den Universitäten arbeiten. Also Sie können natürlich aber auch in verschiedenen Branchen der Pharma- und Kosmetikindustrie eine Beschäftigung hier finden. Also eine Vielzahl von Beschäftigung für die Absolventen ist möglich. Medizinproduktebehörde, der Sozialversicherungsbehörde und der türkischen Gesundheitsbehörde in Analyse-Laboratorien, in denen Drogen- und Giftberatungsstellen, Zyklus- und Stammzeittherapiezentren, in der Radiopharmazie, Laboratorien, Vertragsforschungseinrichtungen, Pharma-Consulting-Unternehmen und professionelle Organisationen aufbekommen. Apotheker können Aufgaben in den oben genannten Bereichen sowie in Unternehmen die Forschung, Produktion, Vermarktung und Qualitätskontrolle im Zusammenhang mit natürlichen Medizinressourcen durchführen, festlegen oder übernehmen. Fakultät für Zahnmedizin. Hauptfakultät der Zahnmedizin, die Mund- und Zahngesundheitspraxis und Forschungszentrum umfasst, ist seit 2011 in der Innenstadt tätig. Die Fakultät, die 21 Fakultätsmitglieder und 36 Forschungsassistenten hat, hat derzeit 182 Studenten. Der AFSÖ
Fakultät für Zahnmedizin, deren Lehrplan und angewandte Ausbildung sorgfältig vorbereitet werden, sind alle unsere Studenten mit einem intensiven Arbeitsplan auf den Berufsleben vorbereitet. Fakultät für Zahnmedizin. In der Aufsichtsfakultät der Zahnmedizin werden, wie gesagt, die Lehrpläne sehr sorgfältig vorbereitet. Klinische Wissenschaftsabteilungen der Zahnmedizin sind Mund-Zahn- und Kieferchirurgie, Mund-Zahn- und Kieferchirurgie, Endodontie, Orthodontie, prothetische Zahnbehandlung, pädiatrische Zahnmedizin, Parodontologie, restaurative Zahnbehandlung. Fakultät für Pharmazie, die Aufsichtsfakultät für Pharmazie, die eine 5-jährige Ausbildung im Grundstudium anbietet, konzentriert sich auf Forschung und Produktionsstudien in der pharmazeutischen Industrie sowie auf die Ausbildung von Apothekern der neuen Generation. In der Fakultät für Pharmazie besteht aus 3 Kapiteln in einem Apothekenschulen in der Türkei 3 Abteilungen, die wir auch zuvor erwähnt haben. Das sind Abteilung für grundlegende Pharmaziewissenschaften, Abteilung für Pharmaziefachwissenschaften und Abteilung für pharmazeutische Technologie. Fakultät für Gesundheitswissenschaften. Abschluss Fakultät für Gesundheitswissenschaften, der Wurzeln bis 1997 zurückreicht, setzt seine wissenschaftlichen Aktivitäten mit insgesamt 2044 Studenten in 4 Abteilungen Krankenpflege, Physiotherapie und Rehabilitation fort. Auch Ernährung und Diätetik und Gesundheitsmanagement sind in diesen Bereichen vorhanden. Gesundheit am Anfang und am Ende. Derzeit haben Studenten, die in anderen Abteilungen unserer Fakultät mit 29 Fakultätsmitgliedern und 5 Verwaltungsmitarbeitern eingeschrieben sind, die Möglichkeit, Randgebiete in der Abteilung Gesundheitsmanagement zu machen. Fakultät für Gesundheitswissenschaft. Unsere Fakultät begann ihre Tätigkeit zum ersten Mal im Jahr 1997 unter dem Namen Hochschule für Gesundheit, APHIO. Die Abteilung Physiotherapie und Rehabilitation und Gesundheitsmanagement wurden 2007 eröffnet. Die Abteilung Ernährung und Diätetik wurde 2009 eröffnet. Unsere Fakultät setzt ihre Aktivitäten mit 29 akademischen Mitarbeitern und 2044 Studenten in 4 Abteilungen, einschließlich Pflege, Physiotherapie und Rehabilitation, Ernährung und Diätetik, Gesundheitsmanagement, in 3 Gebäuden vom SAFER Gesundheitskomplex fort. Es gibt 5 Labors der Pflegeabteilung, die von unserer Fakultät genutzt werden. Technik- und Fachlabor, Geburtlabor, Ernährungslabor, Physiotherapie- und Rehabilitationslabor und Operationssaal-Anwendung-Einheit. Physiotherapie und Rehabilitation. Absolventen, die die 4-jährige Ausbildung in dieser Abteilung erfolgreich abschließen, erhalten den Titel Physiotherapeut. Physiotherapeut ist ein Beruf mit wichtigen Aufgaben zur Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität. Sie nutzen physiotherapie-spezifische Bewertungsmethoden nach Diagnose von Facharzt und Plan und wenden Behandlungsansätze in allen Arten von Verletzungen, Krankheiten und Schmerzen sowie Störungen im Alter an.
die zu Bewegungsstörungen führen. Physiotherapeuten können als Kliniker in physiotherapeutischen Einheiten von öffentlichen und privaten Krankenhäusern, Neurologie, Orthopädie, Geriatrie, Pädiatrie, Brustkrankheiten, Geburtshilfe und Intensivstationen oder als Forscher oder Trainer in Gesundheitseinrichtungen arbeiten. Gesundheitsmanagement. Nach dem Abschluss der Abteilung für Gesundheitsverwaltung können die Absolventen neben dem allgemeinen Gesundheitsmanagement einschließlich öffentlich und privat Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser in einem Dienstleistungsbereich, der zu groß ist für administrative, finanzielle und technische Angelegenheiten, die für berufliche Laufbahn als mittlere und leitende Führungskräfte zuständig sind. Ernährung und Diätetik. Diese Abteilung zielt darauf ab, Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen der Ernährung anzubieten, das Ernährungsniveau des Einzelnen zu verbessern, nach Lösungen für Ernährungsprobleme zu suchen, Vorschläge und Alternativen zu unterbreiten und deren Umsetzung sicherzustellen. Krankenpflege, bei der Krankenpflege geht es darum, Krankenschwestern gesundheitsberufsmäßig, die diese Dienste für den einzelnen Familien und Gemeinschaften jeden Schritt des Gesundheitsdienstes planen, implementieren und bewerten. Die Pflegeabteilungsstudenten machen seit 4 Jahren die meisten ihrer Anwendungen in unserer Gesundheitspraxis und Forschungszentrum von der Saffer Gesundheitskomplex. Die Krankenschwestern können nach ihrem Abschluss in öffentliche und private Krankenhäuser, Rehabilitationszentren, ambulante Diagnostik und Behandlung, Pflegeheime, Schulen, private Gruppen, Kinder, ältere Menschen, Behinderte und so weiter, in etablierte, also Pflege- und Schulungszentren und in Gesundheitseinheiten am Arbeitsplatz, Manager und als Koordinator arbeiten. Atatürk Beruf Hochschule. Für Gesundheitsdienste. Die Berufsschule Absu Atatürk begann ihre akademische Ausbildung im akademischen Jahr 1992-1993. Unsere Hochschule setzt ihre Aktivitäten in einem freistehenden Servicegebäude mit insgesamt 12 Klassenzimmer, 2 Amphitheatern, einem Lesesaal, einer Orthesenwerkstatt für orthopädische Prothesen, einem medizinischen Labor, ein Labor für Dialyseprogramme, ein Labor für Altenpflege, ein Computerlabor, 6 Verwaltungsbüros und 18 Büros für akademisches Personal fort. Abteilungen für medizinische Dienste und Technik. Elektrophysiologieprogramm, Dialyseprogramm, Erste- und Nothilfeprogramm, orthopädische Prothese und Orthesenprogramm, Managementprogramm für Gesundheitseinrichtungen, medizinische Dokumentation und Sekretariatsprogramm, Programm für medizinische Bildungstechniken, Programm für medizinische Labortechniken. Programm für medizinische Labortechniken. In diesem Programm wird das technische Personal in der Bedienung der in klinischen und anderen Forschungslabors verwendeten Methoden und Geräte sowie in der Analyse geschafft, während theoretische Kurse in den Klassenzimmern und Konferenzräumen unserer Berufsschule abgehalten werden, kann der AFSU-Zentrum für Gesundheitspraxis und Forschung bei Bedarf auch für Praktika verwendet werden. Unsere Absolventen erhalten den Titel medizinischer Labortechniker. Programm für Elektro-Neurophysiologie,
in diesem Programm, in dem unter der Aufsicht eines Facharztes tätige Angehörige der Gesundheitsberufe in der Anwendung neurophysiologischer Methoden zur Diagnose von Krankheiten mit Störungen des zentralen Nervensystems geschult werden, kann das AFSÜR Gesundheitspraxis- und Forschungszentrum bei Bedarf auch für Anwendungen in unseren Klassenzimmern und Konferenzräumen eingesetzt werden. Die Absolventen erhalten den Titel Elektro-Neuro-Physiologie-Techniker. Berufshochschule Wolverton für Gesundheitsdienstleistungen. Die Berufshochschule des AFSÜ Wolverton, Wolverton SHNGO, wurde am 9.05.2018 gegründet und bietet Dienstleistungen in den Bereichen medizinische Dokumentation und Sekretariatsprogramm unter der Abteilung medizinische Dienste und Techniken und das Gesundheitsmanagementprogramm unter der Abteilung Management und Organisation an. Das Wolverton Berufshochschule befindet sich auf dem Kirkus Campus in der Konya-Landstraße in Wolverton, etwa 60 Kilometer vom Stadtzentrum von Afyon Karahisar entfernt. Klassenzimmer, Turnhallen, Speisesaal, Kantine, Bibliothek und Grünflächen erfüllen die sozialen und kulturellen Erwartungen der Studenten und die Schlafsäle des öffentlichen und privaten Sektors in Wolverton rund um den Campus können die Unterbringungsbedürfnisse der Studenten erfüllen. Wir haben 8 akademische und 2 administrative Mitarbeiter und 30 Studenten in Wolverton Berufshochschule, deren Ziel es ist, qualifizierte medizinische Fachkräfte für die Arbeit in Einrichtungen und Organisationen im Gesundheitswesen auszubilden. In Übereinstimmung mit dem Verständnis unserer Hochschule werden effektives und effizientes medizinisches Hilfspersonal geschult, das mit der sich entwickelnden Technologie Schritt hält. Das Programm unterstützt auch die therapeutische Ausbildung seiner Studenten, die mit praktischen Schulungen auf die Bedürfnisse des Gesundheitssektors zugeschnitten sind. Auf diese Weise haben unsere Studenten die Möglichkeit, das erworbene theoretische Wissen anzuwenden und ihre beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten zu verbessern. Medizinischen Dokumentation und zum Sekretariatsprogramm. Es besteht ein großer Bedarf am medizinischen Hilfspersonal, das über ein hohes Maß an Kenntnissen auf dem Gebiet der Gesundheit verfügt, die Technologie gut nutzen und qualitativ hochwertige Dienstleistungen erbringen kann. Der Zweck des TTS-Programms, das seine Studenten entsprechend diesem Bedarf ausbildet, ist die Berufsschule von Wolverton, die medizinischen Sekretäre, die die Prozesse wie Sekretariat, Dokumentation und Aufzeichnungssysteme in Gesundheitseinrichtungen unter Verwendung der im Informationszeitalter geforderten Technologien durchführen, in das Berufsleben zu bringen. Medizinische Dokumentation und zum Sekretariatsprogramm haben wir kürzlich erwähnt. Jetzt wollen wir etwas über Gesundheitsmanagementsprogramm sagen. Ziel dieses Programms ist die Ausbildung qualifizierter, sachkundiger und qualifizierter Arbeitskräfte in Bereichen, in denen Manager auf mittlerer Ebene und technische Kenntnisse, Fähigkeiten erforderlich sind, die von öffentlichen und privaten Gesundheitseinrichtungen benötigt werden. Die Absolventen der Abteilung sind Verwaltungsmitarbeiter, haben die Fähigkeit, als qualifiziertes Personal und Manager in der Personalabteilung zu arbeiten, Buchhaltung und Finanzmanagement, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Gesundheitsrecht, Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen durchzuführen.
Schul, Berufsschule für Gesundheitsdienste. Die Berufshochschule AFSU begann ihre Aktivitäten mit einer 100-prozentigen Auslastung, indem sie im Studienjahr 2019-20 erstmals 81 Studenten für die Programme medizinische Labortechnik, Erste Hilfe und Nothilfe aufnahm. In unserer Schule gibt es 8 akademische Mitarbeiter, 4 im Programm für medizinische Labortechniken, 3 im Programm für Erste Hilfe und Nothilfe sowie Verwaltungspersonal, das aus 1 Hochschulsekretär und 1 Beamten besteht. Unser akademisches Personal besteht aus 1 außerordentlichen Professor, 2 Dozenten und 4 Lehrbeauftragten. Programm für medizinische Labortechniken. Unsere Absolventen, die dieses Programm abgeschlossen und den Titel eines medizinischen Labortechnikers erhalten haben, können Beschäftigungsmöglichkeiten in Krankenhäusern, medizinischen Fakultäten, privaten Analyselabors, Forschungszentren verschiedener Gesundheitseinrichtungen, Unternehmen der Lebensmittelindustrie und Einrichtungen finden und die Forschungs- und Entwicklungsstudien auf dem Gebiet der Medizin durchführen. Für Absolventen des Programms besteht auch die Möglichkeit, in die Bereiche Biologie, Molekularbiologie und Genetik, Bioingenieurwesen, Krankenpflege, Krankenpflege und Gesundheitswesen zu wechseln. Erste Hilfe- und Nothilfeprogramm. Um den Patienten oder Verletzten vor dem Krankenhaus Gesundheitsdienstleistungen im Zusammenhang mit Notfallversorgung und Rettung anbieten zu können, muss man vorsichtig und ruhig sein, den Zustand des Patienten oder des Verletzten mit angemessenen Kommunikationsfähigkeiten und korrekten medizinischen Eingriffen bestimmen. Hierzu werden ausgerüstete Rettungskräfte benötigt. Absolventen dieses Programms können in Notaufnahmen aller Krankenhäuser, 112 Notrufzentralen und Stationen sowie Krankenwagen mit dem Titel Sanitär arbeiten. Und dann zuletzt die postgraduale Einrichtungen von AFSU. Wir haben zuvor die postgraduale Einrichtung von AFSU erwähnt und haben auch gesagt, dass in diesen postgradualen Einrichtungen 20 Studenten ihre Promotions machen. Also sie sind im Doktorstudium immatrikuliert. Und es gibt 41 Studenten, die ihr Masterprogramm in diesen postgradualen Einrichtungen fortsetzen. Das heißt, dass AFSU mit ihren postgradualen Einrichtungen allen Studenten auch die Möglichkeit anbietet, nach dem Studium sich weiterzuentwickeln und sich weiter wissenschaftlich auszubilden. Sie können Master machen, Sie können nach dem Master in ein Doktorprogramm eingeschrieben werden und Sie können somit ein Doktorand werden, wenn Sie natürlich das Studium abschließen, also wenn Sie promoviert haben, erhalten Sie natürlich den Titel Doktor. Das war es jetzt bei der Erwähnung der Afyon-Kreis der Universität für Gesundheitswissenschaften. Wir haben versucht, eine deutliche, aber auch einen kurzen Einblick auf die Universität zu werfen. Wir sind eine Universität der Gesundheit. Ich bedanke mich sehr viel für Ihre Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit.